Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch das Spiel The Shore VR und aktuell befindet sich das Spiel im Early Access, ist am 8. Januar erschienen und ich bewerte jetzt hier in dem Video nur Patch 02, also den habe ich mir heute runtergeladen, um mir das Spiel mal anzuschauen und mehr nicht. Also das Spiel kann sich noch im Laufe, mehrere Updates noch verbessern. Da wird es mit Sicherheit auch Videos von meiner Seite aus geben. Aber aktuell Patch 02 und ich möchte dieses Video hier machen für Leute, die es eventuell kaufen möchten, sich aber unsicher sind, damit sie auch mal den Status sehen, wie es jetzt ist. Und meiner Meinung nach ist es aktuell in VR unspielbar. Und von daher kriegt es bei mir auch keine Kaufempfehlung. Das Spiel ist aktuell für, ich guck mal ganz kurz, 14,39 erhältlich. Normalerweise 15,99. Die VR-Version, auf die Flat-Version kommen wir gleich noch zu sprechen, weil da gibt es auch eine Flat-Version von. Und das Game hat richtig gute positive Bewertungen. Und die VR-Version jetzt leider nicht, weil es aktuell noch nicht so funktioniert. Aber Early Access ist Early Access. Patch 02 ist auch noch nicht wirklich ausgereift. Von daher muss man da abwarten, was da noch kommt. Ich hatte Probleme mit meinem Inventar, mit meinen Händen Sachen aufzuheben. Ich habe ständig den Rucksack oder ein Buch in der Hand, obwohl ich das nicht nehmen möchte. Und alle so Sachen, die das Spielprinzip echt kaputt machen. Es läuft sehr ruckelig. Ich habe jetzt auf High nur gespielt. Ich hätte natürlich auch noch runtersetzen können, aber eigentlich schafft meine Grafikkarte High überall ohne Probleme. Und das war jetzt diesmal hier nicht möglich. Und schauen wir uns jetzt einfach mal die Steam-Seite an. Und hier sehen wir es auch schon. 13 Leute haben das bewertet und davon nur 23 positive. Es hat auf jeden Fall ein großes Potenzial in VR, weil auch vom Setting her und so weiter, so ein bisschen mysteriös alles. Das gefällt mir, aber aktuell in VR halt unspielbar. Aber es gab bisher auch noch keine VR-Version von diesem Entwickler oder für ein VR-Spiel. Nein, er hat nur wirklich The Shore gemacht und von daher muss man jetzt erstmal abwarten und ihm auch Zeit lassen, mehrere Updates rauszuhauen. Und wenn dann ein gutes Update dabei ist, werde ich mir dieses Spiel auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja, aktuell runtergesetzt bis zum 3. Februar 14,39. Die Valve Index, HTC Vive und Oculus Rift wird unterstützt. Wir haben aktuell noch keine deutsche Übersetzung. Aber das wird auf jeden Fall nachgereicht, weil die Flat-Version hat das. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Flat-Version, The Shore. Und das Spiel kostet hier aktuell 4,49 Euro, auch bis zum 3. Februar, ist auch runtergesetzt, 55%. Und hier sehen wir, Ton ist natürlich auf Englisch, aber alles ist hier ansonsten, haben da super viele Sprachen da drin. Und ich denke mal, dass das mit irgendeinem Update auch noch Einzug erhält. Und dann wird es auch interessant für Leute, die nicht so gut Englisch sprechen wie ich, damit man auch die ganzen Briefe, die man findet, vernünftig lesen kann, verstehen kann, die Story verstehen kann, weil es ist halt ein sehr storylastiges Game. Und es ist kein langes Video von mir, von meiner Seite aus. Ich laufe ein bisschen in dem Spiel rum, meckere natürlich auch ein bisschen, weil es funktioniert noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Aber wie gesagt, Patch 02, das ist die Bewertung, die wir jetzt hier abgeben. Und alles andere muss man jetzt abwarten. Ich möchte das Spiel jetzt auch gar nicht kaputt reden oder so, weil Early Access ist für mich Early Access. Und da gebe ich dem Entwickler immer auch eine Chance auf Besserung. Und man sieht auch, am 15. hat er ein Update rausgehauen und am 28. auch nochmal. Und wenn es immer so weitergeht, sich das Spiel ständig verbessert, ist es natürlich gut. Und dann kann man sich da auf jeden Fall noch mal irgendwann rein, mal das ganze Ding anschauen und mal gucken, was hat sich verändert. Ist es jetzt spielbar? Und ich würde sagen, ich gebe jetzt mal ab an den Tupac, der schon im Spiel ist. Und ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, willkommen bei The Shore VR. Und ich habe es eben mal ohne Aufnahme ein bisschen getestet. Und es ist leider nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Also vom Patch-Status her 02, also es ist noch sehr, sehr buggy. Also größte Problem, was ich habe, ist mit meinem Inventar, wenn ich Sachen aufhebe. Und ich möchte die hier reinpacken in meinen Rucksack. Fallen die einfach durch, ich kriege es nicht in den Rucksack rein. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, kann natürlich auch an mir liegen.
Wenn ich den Rucksack wegpacke, muss ich irgendwie nochmal Grip drücken, muss warten und dann habe ich den erst weg. Ich habe immer wieder dieses Buch an der Hand, obwohl ich das gar nicht nehme. Das ist irgendwie in der Hüfte. Und da können wir uns nachher, wenn wir Schriftbriefe finden und so weiter, können wir die hier sehen und uns nochmal anschauen. Bist du leise? Ruhig jetzt! Ich bin doch hier gerade was am Erklären. Red hier einfach dazwischen. Es ist sehr, sehr ruckelig. Also ich spiele auf High, nicht auf... Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Jetzt kann ich noch nicht mal hier. Ja, ist auch ein Problem. Also manchmal ist es weg. Normalerweise würde ich jetzt sagen, wenn ich hier irgendeinen einen Button drücken möchte, mache ich den mit Trigger. Nein, muss ich mit Grip machen. Mache ich jetzt hier auch mal. So, ihr seht, Low, Medium, High, Ultra. Ich habe es auf High gestellt. Sollte eigentlich passen, aber es läuft trotzdem nicht so ganz gut. Ich lasse es aber trotzdem mal auf High. Jetzt habe ich hier meine Probleme auch zurückzukommen. Also von der Steuerung her, es ist echt unspielbar. Ich habe auch immer wieder mal meinen Rucksack auf einmal in der Hand, obwohl ich den gar nicht benutzen möchte. So, da ist es doch. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt loslegen oder bevor wir weiterreden, werde ich jetzt starten. Und dann schauen wir uns das Spiel mal an. Also die Flat-Version ist sehr, sehr gut bewertet. Ich denke mal, wenn es gut funktioniert, ist es auch ein richtig gutes Spiel, wenn man dieses Genre mag. Es so, geht in so Point-and-Click-Adventure, sehr mysteriös gehalten. Vielleicht ein paar Horror-Szenen dabei, weiß ich nicht ganz genau. So, jetzt haben wir hier einen Brief. Müssen wir uns mal kaputt machen, die Flasche hier. So. In der Flat-Version gibt es auch, wie ich bei Steam gesehen habe, deutsche Übersetzung. Hier leider noch nicht. Das heißt, man muss noch ein bisschen warten, bis ein Update rauskommt und man den dann auch halt auf Deutsch übersetzt hat. So, jetzt kann ich mir den Brief hier nochmal angucken. I fell to my knees and begged him not to into that basement. It's not my fault. A person has already died here. He spoke about a shadow whispering between the rocks. We can't stay on this island anymore. We have to leave now. Ja, scheinbar ist irgendwas nicht ganz so gut gelaufen hier. Es wird von einem Wispern zwischen den Felsen gesprochen oder geschrieben. Ja, schauen wir uns mal weiter um. Also es ruckelt immer wieder. Sobald ich mich bewege, ruckelt es. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Video so rüberkommt. Aber so, wenn ich mich hier umschaue, die Grafik sieht echt cool aus. Auch hier im Hintergrund diese Felsformation, der Leuchtturm. Sieht ganz cool gemacht aus. Aber halt vom ganzen Handling her. Da, jetzt habe ich wieder das Buch in der Hand, obwohl ich einfach nur was aufheben möchte. Und da muss irgendwas passieren. Also mit der Steuerung muss was passieren, definitiv. Na du! Wow! Och, du Armer! Das war nicht meine Absicht. Na komm, machen wir eine Seebestattung. Och, Herm, das tut mir aber leid. Haben wir denen direkt den Kopf umgedreht oder was? So, ich versuche jetzt mal zum Leuchtturm da zu kommen. Es soll jetzt auch keine lange Aufnahme werden. Ich möchte jetzt hier nur mal euch zeigen, auf welchem Stand ist die Version mit dem Patch 02. Und für die Leute, die es eventuell kaufen möchten, dass die mal sehen, ja, lohnt es sich aktuell überhaupt für mich, das Spiel zu kaufen? Und das, was ich bisher gesehen habe, muss ich sagen, nein, lohnt sich aktuell in VR noch nicht. Also da muss man schon, glaube ich, ein mega, mega Fan sein von diesen Lovecraft, damit man das dann überhaupt kauft. Erinnert mich ein bisschen an Blair Witch. Wir haben auch noch Glocken dran, da können wir aber nichts machen. Okay. Ah, hier stehen überall die Dinger. Dann sind es bestimmt irgendwelche... Ja,
Alarmanlagen, sag ich mal. Ne? Wenn da ein Tier oder so vorbeigeht, dann würde es bimmeln und man weiß, okay, da ist was. Also Steuerung geht gar nicht. Ich hatte auch den Fehler beim Test, dass auf einmal die rechte Hand hier auf einmal links war. Also, ne, als ob es die linke Hand wäre. Und so scherzt, also mega nervig. Und jetzt habe ich hier wieder den Rucksack in der Hand. Dürfte eigentlich auch nicht sein. Aber gut, wie gesagt, ist keine Riesenbewertung für das Spiel. Es ist jetzt nur die Early Access, die wir hier bewerten. Ne? Ja, dieser Fels da hinten, der hat auch irgendwelche Inschriften. So, dich packen wir nicht an, wir wollen dich jetzt nicht auch noch töten. Da gehen wir mal rein. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert. Oh! Hi! Wer bist du denn? Oh, tu mir nix. Ich kann ja gut mit Katzen, ne? Na, komm mal hier. Ja. Ja. Oh, verratet das aber nicht mit dem Kater Ben, ne? Der wird dann eifersüchtig. Ja. Auch der schnurrt sogar. Hätte ich dir mal die Möwe mitgebracht, ne? Hättest du mitspielen können. Ist das hier sein Haus? Scheinbar, ne? Hier ist Fisch drin, aber kann ich nicht nehmen. Sonst würde ich den mal füttern. Ja, schauen wir uns mal weiter um. Boah, das ganze Bild, das zittert immer. Also nicht so wirklich schön. Haben wir hier eine Münze? Da steht was drauf. In the cosmos there are things we know and things unknown. And between there are windows. Ja, kann man das einpacken? Ja, guck mal, der Slot, der leuchtet auf jeden Fall. Aber ich kann es nicht einpacken. Jetzt habe ich auch wieder das Buch in der Hand. Das ist das, was ich meine. Das macht das ein bisschen unspielbar. Deshalb kann ich euch auch nicht wirklich Gameplay zeigen heute. Okay, hier sehen wir so merkwürdige Fotos. Hat jemand gemacht. Irgendeine dämonische Gestalt. Sieht aus wie der Mossman. Da ist irgendeine Leiche. Okay. Lassen wir die Katze mal Katze sein. Dann gehen wir mal ein bisschen hoch. Ah, hier ist er, dieser Mossman. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Ja, hier haben wir jetzt auch ganz viele. Oh, was ist das denn? Da ist ein Auge. The circular shape is home to a mass of enjoying. Boah, da kann ich auch kaum lesen, weil es so tief ist. Tenst is singular, ja, und schon weg. Okay. Ganz viele komische Relikte. Wow. Also den will ich nicht begegnen. Eiaugen, steht da irgendwas von? Okay. Oh, ich dachte gerade, da hängt jemand. Uiuiui. Was, Seife? Kann man nicht nehmen. Wir gehen mal ein Stückchen hoch. Also Musikuntermalung ist ganz cool, finde ich. Kann man nicht meckern. Manchmal komme ich einfach nicht weiter. Bisschen blöd gemacht. So. The armless torso seems to depressed, malnourished being with a horrific face. Das ist dieser Cthulhu, ne, glaube ich. Ja, ich habe da absolut nichts mit zu tun mit diesem Lovecraft Kram. Der Hoshi ist da eher der Experte drin. Hi, ich will dich aber nicht umbringen. Ich will dich nicht umbringen. Nein. Sieht ziemlich zerruppt aus, ne?
Also Physik ist wenigstens schon mal cool gemacht. Flieg! Ah, der fliegt nicht mehr. Hier haben wir überall Münzen. Also mit dem Interagieren der Gegenstände, da müssen die dran arbeiten. Okay, hier sind irgendwelche Planken, liegen da einfach so mal rum. Boah, hier zittert das ganze Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Boah, das ist unspielbar. Das wackelt alles. Okay, ich gehe jetzt mal zu diesem komischen, gruseligen Auge hin. Hi. Oh. Muss ich da jetzt hin? Oh. Tschüss. Okay. Schauen wir mal. Vielleicht können wir da einmal rum und können gucken, ob da eine Leiche liegt. Vielleicht war das auch irgendwas. Oh, guck mal hier. Die sehen alle sehr gruselig aus, ne? Muss man sagen. Okay. Boah, aber dieses Wackeln gerade. Wahnsinn. Oh, da liegt was. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Was bist du denn? Das sieht gruselig aus. Okay, können wir nichts mitmachen scheinbar. Da ist ein Speer. Ha. Ja, ich bin der Bezwinger. Das sah aber auch fies aus, dieses Tier. Oh. Okay, gehen wir einmal runter. Und dann will ich mal versuchen zu schauen, ob da irgendwie eine... Ah, da müssen wir auch noch reingucken. Ob da irgendwie eine Leiche liegt. Okay, da können wir gar nichts machen. Oh, ja, habe ich ja ganze Dinge in der Hand. Super. Nee. Okay. Ja, auch von der Performance her ist aktuell nicht wirklich spielbar. So, wenn ich für dich einen Fisch finde, kriegst du den. Oder? Komm mal, wir holen ihr mal eine Möwe. Komm. Ja, ja. Die Katze hat Hunger. Ja. Okay. Umsonst umgebracht. Oh, das ist ein Killer. Das ist ein Killer. Ich gehe ja bei so mysteriösen Horrorspielen so nicht gerne in den Keller rein. Schauen wir mal. Oh, da liegt eine Leiche. Okay, hier war jetzt so ein komischer Windhauch. Boah, jetzt zittert das wieder so dermaßen. Immer wenn ich zu dieser Leiche gucke. Boah. Okay, das ist das, was wir eben auf dem Foto gesehen haben, ne? Boah, zittert das. Wahnsinn. Ist auch wieder irgendwie so eine... Ja, ich kann aber nichts nehmen. Keine Ahnung. Hier ist wieder ein langer Brief. I had to hide. I run, I climbed the rocks and I tried to hide. Okay, da hat sich auf jeden Fall versucht zu verstecken und so weiter. Aber lesen wir jetzt nicht alles durch, weil es so aktuell sowieso nicht spielbar ist. Okay, hier ist jetzt ein Handabdruck. Kann man da irgendwas machen? Nee, okay. Da ist auch ein Handabdruck. Hier auch. Okay, gehen wir mal wieder hoch. Hier ist Fisch, können wir den mitnehmen für die Katze? Nein, okay. So, wo war das? Das war da oben, müsste irgendwo. Ja, komme ich hier hoch? Ja. Oh, da leuchtet was. Da gehen wir gleich auch mal gucken. Müsste hier gewesen sein, oder? Aber... Hier liegt niemand. Ich denke mal, dass es da war. Okay. Muss ich mal weiterschauen. Aber erstmal. Ist das ein Meteorit? Ja, ne?
Bringt uns erstmal nichts, kann man nichts machen mit. Okay, hier kommen wir jetzt auch nicht weiter. Geht's denn da wieder zurück, von wo ich gekommen bin? Oh! Oh, da unten ist was, das gucken wir uns mal an. Ja, auch wenn es gut funktioniert, müsste man erstmal hier auch durchblicken. Ne, hier hat man wieder so einen Brief. Okay, hier müssen wir Sachen reintun. Das habe ich auch in irgendeinem Trailer gesehen. Also da müssen wir Sachen finden, die wir da reinpacken. Und dann könnte es sein, dass dieser Cthulhu auch noch hier kommt. Aber so weit will ich jetzt auch gar nicht irgendwie spielen. Weil es ist echt extrem schwierig. Von der Performance her. Ich bekomme ab und zu ein bisschen Motion Sickness, weil es einfach so unrund läuft. Aber ich wollte halt hier so ein kleines First Impression mal machen. Um euch auch zu zeigen, lohnt sich das jetzt für mich oder quasi für euch oder nicht. Und aktuell muss ich sagen, nee, also die Version 0.2 lohnt sich noch nicht. Da sollte man echt noch ein paar Updates abwarten. Oh, da hinten ist, bewegt sich irgendein Baum. Kommt man da so ohne weiteres hin? Ist aber noch ein gutes Stück weg, ne? Oh, das sieht ja nicht so gut aus hier, ne? Hier ist wieder ein Brief. Also man muss hier sehr viel lesen. Und da würde ich echt auch selber drauf warten, dass die deutsche Übersetzung kommt. Wie es ja in der Flat-Version scheinbar auch schon da ist. Komm, wir gehen mal zu dem Boot, was da relativ intakt ist. Oder intakt scheint. Und dann eventuell auch mal zu diesem komischen Baum, den er sich da... Ja, guck, jetzt habe ich das auch, warum auch immer. Ist die Hand auf einmal gedreht. Jetzt muss man natürlich sagen, man muss dieses Genre auch mögen, ne? Also... ist mehr halt sich Sachen angucken, Sachen kombinieren und so weiter. Oh, ja, der hat es auch nicht weit, oder die haben es auch nicht weit geschafft. So. Oh, war schon meine Wand. Oh. Jetzt schaue ich mal, ob ich da hinkomme. Ja, guck mal. Hallo. Ich denke mal, diese Sachen muss man mit Sicherheit auch einpacken. Wenn man sie überhaupt kann. Nein. Ich kann natürlich auch sein, dass ich mich ein bisschen blöd anstelle jetzt hier, aber das Spiel zeigt einem auch nicht wirklich viel. Ne? Man wird hier reingeworfen und was ja auch erstmal nicht schlecht ist. Gehe ich nochmal ganz kurz hier hoch. Wir haben die Bäume sich ja eben bewegt, aber jetzt sieht man nichts mehr, was sich irgendwas bewegt. Oh, da ist... Wir sind beim Finsterwald, ne? Hier scheint auch das... Oh, der Baum hat ein Auge. Oh! Der ist sauer. Oh! Und jetzt? Jetzt wird's interessant. Oh, das ist groß, das Vieh. Lauf! Lauf, Tupac!
Oh, der ist sauer. Aber ich komme ja auch nicht weg, glaube ich. Oh. Komm ich hier hoch? Das war das Ende von Tupac. Ich versuche mal wegzukommen. Ne, hier ist Ende. Also, wir müssten uns wahrscheinlich jetzt irgendwie wehren. Kann ich... Ne. So, wir versuchen mal zum Schiff zu kommen. Ob wir da eine Waffe finden. Der ist hinter mir her. Ich glaube, der ist hinter mir her. Okay, noch ist er aber langsam. Aber ich finde keine... Das ist eine Waffe. Hi. Ich werde jetzt dein Kind umbringen. Ha! Komm her. Ja, da kannst du noch ein paar mehr bringen. Okay, ich bin tot. Ja, also auch ein paar Kämpfe hat man auch bei diesem Adventure. Was ja erstmal nicht schlecht ist. Ja, ich würde sagen, ich beende jetzt auch hier die Aufnahme, weil es halt auch wirklich nicht gut rund läuft. Aber ich muss sagen, es hat echt Potenzial. Es gefällt mir. Vom Setting her gefällt es mir auch, dass man ja hier ein bisschen knobeln muss. Was muss man machen? Sehr viel Story-Anteil. Aber da, wie gesagt, würde ich echt warten, bis man die deutsche Übersetzung hat. Und dass auch so ein paar Action-Sachen drin sind, gefällt mir auch sehr gut. Aber es muss noch einiges passieren, von der Steuerung her, von der Performance her. Und ja, da bin ich echt gespannt, was in den nächsten Patches so passiert. Wenn es ein interessanter Patch ist, der rauskommt, dann werde ich definitiv nochmal eine Aufnahme machen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was haltet ihr von dem Game? Sagt ihr, das könnte was sein für mich oder nee, eher nicht. Oder ihr habt es eventuell schon getestet. Dann gerne mal euer Feedback da auch in die Kommentare. Und ja, wer weiß, vielleicht liest der Entwickler das hier auch und kann dann dementsprechend auch so, ja, was in die Patch Notes einfließen lassen. Okay, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es weitergebracht, dass ich euch hier die Version mal gezeigt habe. Und ja, wie gesagt, aktuell kriegt es noch keine Kaufempfehlung. Aber ich denke, dass sich das im Laufe der nächsten Monate gut entwickelt und dann auch, ja, eine Kaufempfehlung bekommen kann. Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und ja, Like sowieso da lassen. Und ja, falls ihr nichts verpassen wollt auf meinem Kanal, Glocke aktivieren. Dann werdet ihr auch immer informiert, wenn es Livestreams gibt, wenn es neue Videos gibt und so weiter und so fort. Und ja, jetzt sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.